Hey Leute, herzlich willkommen zum Lausi Livestream. Wir schauen uns heute gemeinsam eine Dokumentation an. Ja, richtig. Eine Dokumentation über Nintendo. Dazu muss ich sagen, die Dokumentation selbst. Servus Rodezzo, herzlich willkommen. Dazu muss ich sagen, die Dokumentation von ZDF ist bereits aus dem Jahr 2018. Also konkret ist sie im deutschsprachigen Raum, nämlich Österreich, Deutschland und Schweiz, am 30. August 2018 erst ausgestrahlt worden, aber in Singapur, wo das Ganze anscheinend gedreht worden ist, oder das meiste davon, schon am 15. Februar 2017, hat man da Wikipedia gesagt. Es geht bei der ZDF-Doku, das ist eine ganze Doku-Reihe, die umfasst mittlerweile, lass mich schauen mal, mittlerweile 4 Staffeln, und es geht jeweils um diverse Unternehmen und Firmen, die am Abgrund stehen oder gestanden haben oder was auch immer. Ich bin auf die Dokumentation aufmerksam geworden, weil der YouTuber, der größte deutschsprachige Nintendo-YouTuber, der Tomtendo, ebenfalls ein Reaction-Video auf diese Dokumentation gemacht hat. Und ich wollte mir dann die Dokumentation selbst ansehen, ohne dass ich jetzt permanent durch Pausen, die wer anderer macht, unterbrochen wird. Alle, die sich die Dokumentation jetzt gemeinsam mit mir ansehen, haben jetzt ja leider das gleiche Problem, wenn ich kurz einmal eine Pause drücke und meinen Senf dazu abgib. Ich bin gespannt auf die Dokumentation. Wie gesagt, sie ist ja aus Anfang 2017, wo sie erst ausgestrahlt wurde in Singapur. Und da muss man halt schon dazu sagen, die Doku wird dann logischerweise nicht die Nintendo Switch behandeln, der ja dann die Nintendo wieder die Kurve nach oben verschafft hat, sondern da wird es hauptsächlich darum gehen, dass die Wii U ein massiver Flop war. Und da versteht man dann schon, dass man eine Doku rausbringt, die sich Firmen am Abgrund nennt, wo es um Nintendo geht. Weil das war schon sehr, sehr harte Zeit für Nintendo. Aber ich lasse mich überraschen, was kommt. Schauen wir mal. Los geht's. Von Super Mario zu Donkey Kong. Wenn es um Videospiele geht, denken die meisten an eine Marke. Es gab eine Zeit, da hat niemand gefragt, mit welcher Konsole du spielst. Jeder liebt Nintendo. Die haben die Industrie für immer verändert und Videogames erst cool gemacht. In Japan sind die Nintendo-Helden nationale Kultfiguren. Trotzdem droht dem japanischen Spielegiganten plötzlich Game Over. Wir bekamen keine guten Bewertungen von den Usern. Das frustrierte die Macher und das wiederum hat unsere Hardcore-Fans beunruhigt. Es ist halt perfekt, wenn das jetzt in Virtual Boy einblendet haben, weil das war ein riesengroßer Flop. Das war ja quasi damals echtes 3D für ein Game Boy. Oder hätte eine neue Game Boy-artige Konsole werden sollen, eine tragbare 3D-Konsole, wie es dann später eine Nintendo 3DS geworden ist. War aber einfach viel zu groß, viel zu unhandlich und vor allem viel zu teuer. Also das hat sich 0, Nüsse rentiert. Okay, das geht gar nicht in einer besseren Qualität, das Video. Schade. Ich muss nämlich nur dazu sagen, ich kann mir die Dokumentation leider auf ZDF selbst nicht anschauen, weil das bei uns in Österreich nicht verfügbar ist. Jetzt habe ich es auf YouTube gesucht und Gott sei Dank gefunden. Erfolg und Misserfolg liegen bei Nintendo immer dicht beieinander. Die Story der Spielefirma gleicht einer Achterbahnfahrt. Wie meinst du auf die PSP reagieren, Rodezzo? Der Virtual Boy, der war ja uralt, der war ja ganz, ganz alt. Das war noch zwischen Game Boy und, ich glaube, Nintendo 64. Okay. Weil die PSP war ja viel, viel später erst. War ja eine tragbare 3D-Konsole. Seit den 70ern dreht sich in Japan alles um modernste Elektronik. Tokio ist ein Mekka für Spielefanatiker. Alle sind besessen von Anime, Manga und Videospielen und natürlich von Nintendo. Die beliebtesten Verkleidungen sind Mario-Kostüme. Die Spiele und Charaktere wurden für Kinder entworfen, aber Erwachsene mögen sie auch. Die Kinder. Real Life Mario Kart. Wenn die da wirklich auf der Straße herumfahren, das ist ja höchst bedenklich. Das wäre bei uns gar nicht möglich, wenn das nicht den straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen entsprechend, das ganze Fahrzeug.
Da schrien Mario und wir winkten uns zu. Ich bin mit diesem Spiel aufgewachsen. So wie du. Es ist lustig, mit dem Kostüm im wirklichen Leben Mario zu sein. Was haben diese schrillen Typen nur an sich? Wir tun das, was jeder als Kind gern getan hätte. Man erlebt seine Kindheit wieder. Mario und Luigi sind Kult. Von Videospielen über Filme, Spielzeug, Fanartikel und so. Und dann gibt es noch die Hardcore-Fans. Oh ja, so ist er. Von dem riesigen Haufen Geld, das ich in den letzten Jahrzehnten dafür ausgegeben habe, hätte ich mir locker ein Haus kaufen können. Oh Mann. Isao Yamazaki ist Nintendo-Sammler und Autor. Forever alone, das ist gemein, Rodezo. Vor allem, es ist arg, ist das. Ich meine, 2018 war es noch anders, oder 2017, wie die Doku da veröffentlicht worden ist. Wenn er da wirklich Videospiele und Zubehör und Konsolen und so weiter sammelt, hat er ja mal wahrscheinlich, man weiß nicht, wie jetzt inzwischen der Beamte Stand ist bei dem Herrn, aber dazwischen hat er mal potenziell sehr viel Geld damit verdienen können. Momentan ist ja der Videospielmarkt ganz, ganz schlecht. Also bis vor kurzem hast du ja noch, weiß ich nicht, Rekordeinnahmen gemacht, wenn du gut erhaltene Videospiele versteigert hast. Und jetzt hat es einen riesengroßen Crash wieder gegeben mit Retro-Spielen und Retro-Konsolen. Also, wenn er das nicht loswerden ist, das zeigt, dann kann es sein, dass er jetzt für ein paar Jahre drauf sitzen geblieben ist. Außer natürlich, er will es nicht loswerden. Da hat man richtig gut verdient, ja. Was momentan leider halt komplett anders ist. Er hat fast 7000 Nintendo-Produkte gesammelt. Ist dort allerdings sau viel wert. Im Vergleich zu anderen waren die Grafiken von Nintendo schön. So ist es. Und während andere Konsolen Joysticks hatten, waren die Steuerelemente von Nintendo Crosskeys. Damit konnte man viel leichter spielen und sie waren sehr familienfreundlich. Die Leute waren irgendwann besessen davon. Das Ding da ist übrigens der NES in Japan. Der schaut bei einer so aus, also der Controller, und ist ein Top-Loader, so wie der Super Nintendo dann auch. Haben sich ja bei uns im Westen designtechnisch komplett geändert, weil bei uns der Markt der Meinung war, beziehungsweise bei den Amerikanern, dass das zu billig ausschaut und zu spacig und zu funkig und zu kindisch. Und darum haben sie in Nintendo Entertainment System bei uns ein viel moderneres und rustikaleres Aussehen gegeben. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, da hat man es gut gesehen. Das ist da, ist in Japan der NES, was bei uns das graue, viereckige Kastel ist mit dem der Klappe vorn. Das schaut in Japan so aus. Und er heißt dort auch nicht Nintendo Entertainment System, es heißt dort Family Computer, also Famicom abkürzt. Nintendo schön. Und während andere Konsolen Joysticks hatten, waren die Steuerelemente von Nintendo Crosskeys. Damit konnte man viel leichter spielen und sie waren sehr familienfreundlich. Macht Sinn, ne? Die Leute waren irgendwann besessen davon. Eines von Isaos liebsten Sammlerstücken ist die originale Spielekonsole, die zum Nintendo Entertainment System wurde. Bekannt als NES. Ja, jetzt wird sie erklärt, okay. Nintendo-Spiele waren viel lustiger als die anderen Firmen. Nintendo ist ein Spielzeugmacher und sie wussten, was Spaß macht. Es gibt einen Eject-Knopf. Wenn du den drückst, floppt die Spielekassette raus. Den Eject-Knopf hat es ja bei uns auch nicht gegeben, weil du hast ja den Schacht vorn gehabt mit einem Schirm und mit dem Draufdrucken, dass das Modul einrastet. Und da hat jemand mal gelesen, dass beim NES, also beim Famicom in Japan, sogar der Eject-Knopf quasi als spielerisches Feature verkauft worden ist. Das heißt, sogar die Konsole selbst hat spielerische Elemente dabei gehabt, dass man sagt, man drückt auf den Eject-Button oder auf den Eject-Knopf und dann hupft das Spiel so lustig aus, was sie dann beim SNES bei uns sehr wohl drinnen lassen haben. Das wäre Wahnsinn gewesen, wenn du mit dem Japanischen gespielt hättest. Das wäre echt geil gewesen, Rodezo. NES kommt ja, 1983 auf den Markt und ist Nintendos Durchbruch. Schon im ersten Jahr verkaufen sie 2 Millionen Konsolen. Das katapultiert die Firma in die Pole Position. Warum ist natürlich ein Wahnsinn. Ich habe NES gespielt, als ich noch ein Kind war. Und ich habe die Nintendo-Spiele geliebt.
Ich bin sozusagen mit ihnen aufgewachsen. Klar, es gab da auch noch die PlayStation, aber ich mochte Nintendos Philosophie lieber und irgendwann wollte ich auch ein Teil dieses Teams sein. Deshalb beschloss ich, für das Unternehmen zu arbeiten. Ja. Einfach so. Motoi Okamoto wird Spieledesigner und später Game Director bei Nintendo. Meinst, ist Jagdspiel mit den Pistolen, meinst du gerade in Nintendo Zapper, was Duck Hunt gespielt habt? Weil das ist richtig cool. Ich hab bis heute noch immer nirgends kostengünstiger Duck Hunt Modul auftrieben, aber ein Nintendo Zapper habe ich zum Beispiel. Nintendos Philosophie ist eigentlich total einfach. Sie wollen möglichst viele Menschen aller Altersstufen erreichen. Nintendo entwirft Spiele, die nicht nur Hardcore-Spieler genießen können, sondern die auch Gelegenheitsspielern von Großeltern bis zu den Enkeln Spaß machen. Das war halt der Witz. NES ist der Durchbruch. Damit gewinnt Nintendo weltweit Anerkennung. Aber schau, da hast du auch wieder sowas. Und ich meine, das ist jetzt kein Zapper, den man da im Bild sieht. Und das wäre im Westen oder bei uns oder auch bei den Amis, glaube ich, damals niemals möglich gewesen, dass eine Waffe so ausschaut. Drum ist ja der Nintendo Zapper bei uns dann angepasst worden, dass er orange-weiß war, damit einfach viel futuristisch und wie ein Spielzeug ausschaut. Und ja, nicht wie eine echte Waffen. So ist es, ja. Und das mit dem, dass das funktioniert hat über das Infrarotbild und so weiter, das ist unglaublich, dass das wirklich funktioniert hat. Auf das muss doch mal alles kommen, auf die Technologie. Ein Wahnsinn. Bis dahin kamen und gingen die Spiele. Ihre Lebensdauer war kurz, aber NES war beispiellos. Jedes Jahr kamen neue Spiele dazu, die Hits wurden. Nintendo Entertainment System hat den Spielemarkt etabliert. Oh ja. Wie schafft es Nintendo, zu dem Giganten zu werden, dessen Name heute ein Synonym ist für Computerspiele? Die Firmengeschichte beginnt vor mehr als 100 Jahren. Nintendo stellt Hanafuda-Karten her, ähnlich der westlichen Spielkarten. Genau. Lange beherrschen sie damit den Spielemarkt. Aber in den Swinging 60s kommen Karten plötzlich aus der Mode. Neue Geschäftsmodelle müssen her. Ich bin jetzt gespannt, wie detailliert die Doku wirklich ist, weil ursprünglich haben sie eine Lizenz gehabt für ein Popeye-Spiel und dann haben sie irgendwie die Lizenz verloren gehabt für Popeye. Und weil sie aber Spülautomaten schon angekauft haben, haben sie dann Donkey Kong programmiert. Und ich sag ganz ehrlich, wie es war, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre Nintendo niemals zu dem geworden, was es heute ist. Und wenn es ihn Shigeru Miyamoto vor allem nicht gegeben hätte, der dann extra Donkey Kong und weitere unzählige Franchises, wie zum Beispiel Metroid und Zelda und so weiter erfunden hat. Mit der nicht gewesen wäre, wäre Nintendo nicht dort, was heute ist. Und ich glaube, wenn sie die Popeye-Lizenz nicht verloren hätten, wäre es genau das Gleiche. Doch von Hotels über Taxis bis hin zu Staubsaugern. Finde ich vor allem witzig, dass das jetzt nur als Hotel bezeichnen, weil ein Love Hotel ist eigentlich konkret sowas, wo sie Pärchen, weil es in Japan ja ein bisschen eine andere Situation ist mit dem ganzen Wohnen etc., wo sie Pärchen stundenweise einmieten, um dort Geschlechtsverkehr zu vollziehen. Das sind Love Hotels eigentlich. Und das haben sie sehr verschönt ausgedrückt. Alles geht schief. Bis Nintendo in die Welt der Videospiele stolpert. Dank dem Spielzeugdesigner Yokoi Gunpei. Es war der Nintendo, also der Gameboy-Erfinder. Yokoi kommt 1965 zu Nintendo, um die Produktion der Hanafuda-Karten zu leiten. Der hat den Gameboy erfunden. In seiner Freizeit erfindet er einen beweglichen Spielzeugarm, der nicht nur das Management begeistert. Seine Ultra Hand wird ein Riesenerfolg. Yokoi erfindet immer mehr Spielzeug und wird einer der ersten Nintendo-Spieldesigner. Als Yokoi in die Firma kam,
begann Nintendo, originelle Spielzeuge zu machen, die nicht nur Kindern, sondern plötzlich auch den Erwachsenen gefielen. Geil. Das habe ich gar nicht gesehen, also in der Candy. Yokai ist der Kopf hinter Nintendos Anfangserfolg. Ultra Hand. Von Game & Watch über Donkey Kong bis zu Mario. Seine kreativen Visionen haben die Videospielindustrie revolutioniert. Aber das hat nicht er erfunden. Gunpei war ein echter Spielzeugmacher. Jeder in dieser Branche weiß, dass es um Games und Konsolen geht. Aber er kam aus der Spielzeugbranche und hat nicht mit der bestehenden Industrie gewetteifert. Das war Nintendo. Die haben immer anders gedacht. Sie gingen schöpferisch an die Dinge heran. Yokai geht wirklich anders. Ah, nein, ich glaube, das ist der Shigeru Miyamoto da links. Aber nein, das hat mir jetzt nur täuscht aus der Entfernung, weil die Qualität so schlecht ist. Ich habe das mit der Ultra Hand habe ich gewusst, dass er der erfunden hat und dass der so gut angekommen ist. Aber dass er da so viele Sachen gemacht hat, das habe ich nicht gewusst. Das ist echt cool. Das an die Dinge heran. Also ich habe in Erinnerung gehabt, dass er der Erfinder vom Gameboy war, weil der Shigeru Miyamoto hat ja den Mario erfunden. So wie man heute kennen zumindest. Und das Spiel selbst dazu. Weil das jetzt ein bisschen so dargestellt worden ist, als hätte er einen Mario erfunden. Er entwickelt neue Produkte, die mit den altbewährten Technologien laufen. So kann Nintendo neue Ideen zu erschwinglichen Preisen verkaufen. Eine Philosophie, die ihnen eine Schlüsselrolle im Spielebusiness einbringt. Doch das alleine reicht nicht. Der Rob. Da ist der Sepper. Und da kann Charu Dezo. In den späten 70ern und frühen 80ern explodierte der Spielemarkt. Es gab eine Flut von Konsolenherstellern und Spielen. Das war wieder ein Problem dann natürlich. Jedes tolle Arcade-Spiel ist plötzlich preiswert und kann zu Hause gespielt werden. Die Produktion der Spiele wird immer günstiger und der Markt wird mit Billigware überschwemmt. Ja, da ist der Crash dann gekommen, der riesengroße. Und Nintendo hat das dann eigentlich beendet, den Crash. Da, was du recht sagst, E.T., was als das schlechteste Videospiel aller Zeiten gegolten hat, oder eh noch immer gilt, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, was so gefloppt ist, dass dann große Margen davon in der Wüste vergraben worden sind, was ewig lange Legende, ein Mythos war, bis das wirklich bestätigt worden ist und bei Ausgrabungen ein paar Exemplare gefunden werden haben können. Es herrschte totale Verwirrung bei den Kunden. Keiner wusste, welches die beste Konsole, welches das beste Spiel ist. Deswegen hat keiner teure Konsolen oder Spiele gekauft. Im Sommer 83 macht die amerikanische Firma Atari massive Verluste. Ja, bis dahin führen sie mit einem Marktanteil von 80%. Bist du? Die Verkaufszahlen sinken so tief wie nie. Am Ende verscharrt Atari die ausrangierten Spiele und Konsolen auf New Mexicos Mülldeponien. Sie sind schlichtweg Schrott. Aber warum in aller Welt wählt Nintendo ausgerechnet diesen Moment, um in die Videospielindustrie einzusteigen? Schau dir die Grafik aus, die Kopf. Der Atari-Schock veränderte den gesamten amerikanischen Markt. Aber in Japan gab es noch gar keinen Markt für Videogames. NES war eine Art Spielzeug. Nintendo hat die Chance erkannt. Sie distanzieren sich vom umkämpften japanischen Spielemarkt und verkaufen ihre Produkte in den USA als Unterhaltungsgeräte. Was in Japan als Familiencomputer bezeichnet wurde, lief in den USA unter dem Namen NES, Nintendo Entertainment System. Aus der Spielekonsole wurde eine Spaßmaschine mit Zubehör. Und die Strategie geht auf. Innerhalb von 2 Jahren ist Nintendo weltweit Marktführer von Spielekonsolen. Weil er zu teuer war. Nintendo hat nie die Konkurrenz imitiert. Sie waren originell und erschufen etwas, was es auf dem Markt noch nicht gab. Das muss man erlassen, ja. Nintendo hat den Markt diszipliniert. Sie limitierten ihre Spieleproduktion und achteten strikt auf Qualität. Die Leute wussten, wenn sie Nintendo kaufen, kriegen sie viele hochwertige Spiele. Oh ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das schon einmal um ist.
Aber ich finde jetzt gerade kein Spiel, zumindest nicht, was bis Wii zurückgeht. Was berühmte Seal of Quality war. Mit mehr als 60 Millionen verkauften NES-Konsolen ist Nintendo in den 80ern der unangefochtene Marktführer. Sie sind ihrem Rivalen Sega haushoch überlegen. Sega! 1988 holt Super Mario Bros. 3, Nintendos Superhit, weltweit satte 500 Millionen Dollar ein. Kein einziges Videospiel hat sich jemals so schnell verkauft. Wahnsinn. Was das für eine Zahlen damals waren. Das Spiel ist einfach so gut. In Japan war Super Mario ein Verkaufsschlager. Und weil es sich in den USA genauso gut verkaufte, erholte sich der amerikanische Spielemarkt. Nintendo ist der King in der 8-Bit-Welt. Aber ein japanischer Rivale kratzt an ihrem Erfolg. Mitte der 80er ist Nintendo noch führend in der Gaming World. Aber gegen Ende der 80er kündigte Sega sein Mega Drive an. Krieg mit Sie peilten eine andere Zielgruppe an. Sega Mega Drive. Kinder im Teenageralter. Das wurde zur ernsten Bedrohung für Nintendo. Roberto Dillon hat den Konkurrenzkampf zwischen Nintendo und Sega analysiert. Da haben sie ja damals so extrem gegen Nintendo gebasht, weil die nur 8-Bit gehabt haben und Sega dann schon 16-Bit beim Mega Drive. Das war die ganze Zeit nur, haben sie gesagt, so auf die Art, ja, wie scheiße Nintendo ist, weil mit 16-Bit hast du die Power für schnelle, gute Spiele. Ja, sagt alles. Ja, allein die Werbungen. Im Fernsehen wurde damals extrem aggressive Werbung ausgestrahlt. Oh ja. Sie haben die Leistung des Mega Drive direkt mit dem Nintendo NES verglichen. Nintendos Spielekonsole sieht plötzlich alt aus. Sie ist der 16-Bit Sega Genesis technisch unterlegen. Die aggressive Marketingstrategie des Konkurrenten erledigt den Rest. Nintendos Marktanteil sinkt von 90% auf 35%. James Barnard ist Spieleentwickler. Er ist mit den beiden Systemen aufgewachsen. Es war spannend, von England aus zu beobachten, wie der Kampf ausgeht. Die coolen Kids wollten Mega Drive. Das war hip und es gab Sonic the Hedgehog. Ja. Außerdem rockte die heiße Werbung mit coolen Kids, mit Baseballkappen. Super Nintendo war altbacken und Mario langsam und öde. Segas Kampagne lässt die beliebte Nintendo-Konsole überholt und kindisch aussehen. Danke. Trotzdem spielt James gerne damit. Das Spiel, das ich am meisten gespielt habe, war Mario Kart. Ich glaube, heute gibt es in dieser Industrie eindeutige Gewinner und Verlierer. Damals fühlte es sich eher an wie ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nintendo holt sich mit Super Nintendo ein paar Marktanteile zurück. Doch neue Mitbewerber drängen auf den Markt. Jetzt bin ich gespannt. Die Spiele wurden immer innovativer. Das nicht. Jetzt gab es bessere Grafiken und komplexere Spielmechaniken. Ja, Doom ist halt ein PC-Spiel. Also das hat auf, also zu dem Zeitpunkt war es rein, ein reines PC-Spiel. Das hat beim Konsolenkrieg nicht mitgemischt. Trotzdem blieb Gaming ein Nischenmarkt. Es kommt also auf Nintendos nächsten Schritt an. Der Elektronikgigant Sony hat Riesenerfolg mit seinem Trag. Oh mein Gott, kommt jetzt das Wildeste, was Nintendo jemals passiert ist? Weil da wollten sie ein Add-on ausbringen für den SNES, dass man CDs drauf abspielt. Das hätte geheißen, die Nintendo PlayStation, ich verarsche euch nicht. Und dann ist der Deal geplatzt und Sony hat die Konsole allein ausgebracht und wir wissen, was dann passiert ist. Tragbaren Kassettenrekorder, dem Walkman.
Daraufhin nehmen sie mit der PlayStation Nintendos Stammkunden ins Visier. Das ist so nicht abgelaufen, aber okay. Sehr vereinfacht. Also wie gesagt, in Wirklichkeit war es so, dass Nintendo und Sony zusammenarbeiten hätten sollen und für ein Super Nintendo ein Add-on ausbringen wollten, dass das SNES CDs abspielen kann. Weil eine CD hat ja viel mehr Speicherplatz als ein Modul, wie für ein SNES eben vorgesehen war. Und das hätte eben die Nintendo PlayStation Kassen in Zusammenarbeit mit Sony. Und da der Deal geplatzt ist, haben sie dann das als eigenständige Konsole auf den Markt gebracht, weil es im Prinzip fertig war, das Ding. Sega folgt ihrem Beispiel mit der 32-Bit Sega Saturn. Nintendo muss handeln. Nintendo änderte die Strategie. Anstatt auf Ästhetik der Konsole und grafische Qualität, setzten sie auf mehr Spielspaß. Sie gingen das Risiko ein und brachten ein brandneues Produkt heraus. Oh oh. Das gewohnte Kassettensystem behalten sie bei. Und sie ergänzen es mit einer genialen Idee. 64-Bit. Hallo. Oh Mann. Nintendo erfindet den Virtual Boy. Weltweit die erste virtuelle Reality-Game-Konsole. Lutfi sammelt Vintage-Games. Ich habe ein paar Sammlungen dieser Panorama-Handheld-Games. Ich finde sie einzigartig und ganz besonders. Ey, waren super. Lutfi besitzt den vermutlich einzigen funktionierenden Virtual Boy in Singapur. Er hat ihn mitgebracht ins PlayNation. Wow. Auch andere Gamer dürfen in dem Spielecafé einmal mit der Retro-Maschine spielen. Wie du sagst, Rodezo, es war einfach zu früh. Die Zeit war noch nicht reif damals. Es war einfach klobig, unhandlich und vor allem teuer. Und das Geile ist ja das, es sind ein paar Spiele rausgekommen, zum Beispiel sogar ein Wario-Spiel, das unglaublich genial ausschaut. Ich meine, die Grafik ist rein in Rot und Schwarz und ich glaube nicht, dass das unbedingt gar so gut da hat für die Augen, wenn man zu lange gespielt hat damit. Aber die Grafik war damals echt Mörder bei dem Ding, wie das das Pixel-Grafik war. Ich hoffe, sie zeigen ein paar Beispiele. Das ist nämlich nicht schlecht gewesen von der Grafik her. Stimmt, und jetzt hast du VR-Brühen. So, also wenn sie es so gemacht hätten, Nintendo, wenn es jetzt dir bei deinem Virtual Boy da einfach ein Gummibandel um den Kopf vorstößt, dann hätten wir das damals gehabt, was wir jetzt ganz normal, als ganz normal ansehen. Das ist schräg. Gewöhnungsbedürftig. Ich treffe keinen einzigen Ball. Total einfach. Alles wiederholt sich dauernd. Die Grafik ist schlecht und die Funktionen limitiert. Na, die Grafik war gut. Meine Augen schwitzen schon, das Ding wird echt heiß. Ja, das war es danach da. Ähnliche Erfahrungen machen auch die Spieler Mitte der 90er bei seiner Einführung. Der Virtual Boy kommt nicht gut an. Er floppt. Sowohl auf dem japanischen als auch auf dem amerikanischen Markt. Das stimmt, ja. Mit Akku. Es war ein klobiges Gerät. Die Spiele waren primitiv und nur in Schwarz und Rot. Das hatte absolut nichts zu tun mit den Virtual Reality Headsets, die man heute hat. Ja, klar. Also, das war eine pfiffige Idee, aber sie scheiterte kläglich. Nintendos Kurzausflug in die virtuelle Realität ist ein Fehlschlag. Das war ein Mega-Flop. Falsches Produkt zur falschen Zeit. Ja. Virtual Boy machte die Leute seekrank. Ich glaube, sie haben den Kunden ein technisch minderwertiges Produkt vorgesetzt, in der Hoffnung, dass die Neuartigkeit den Verkauf pusht. Aber kein noch so gutes Marketing täuscht über ein technisch minderwertiges Produkt hinweg. Oh, warte, warte. Der Virtual Boy wird verrissen von Spielern und Kritikern. Er ist schnell als die schlechteste Konsole aller Zeiten verschrien. Eines der Probleme war, dass die Grafik viel zu simpel war. Und der Virtual Boy kam ein Jahr nach der PlayStation heraus. Die Leute erwarteten 3D, ähnlich wie Ridge Racer. Niemand wollte einen Game Boy mit einer Perspektive in schreiend roter Optik. Ja. Der Virtual Boy ist Nintendos größter Geschäftsverlust. 18 Monate nach Verkaufsstart ist er vom Markt verschwunden.
Wenn man es im Laden sah, konnte niemand sich vorstellen, wie es ist, das Spiel zu spielen. Käufer fühlen sich nicht angesprochen von etwas, von dem es kein Bild oder ein Video gibt. Es kostet erstmal viel Geld, sie dazu zu bringen, es auszuprobieren. Nintendos legendärer Designer Yokoi ist der Kopf hinter dem Virtual Boy. Ja. Viele seiner Ideen sind in den 70ern und 80ern weltweite Hits. Aber der Virtual Boy ist einer seiner größten Misserfolge. 1997, 2 Jahre nach dem Start des Virtual Boy, stirbt Yokoi bei einem Autounfall. Habe ich mir wenigstens nicht verdauen. Ich habe in Erinnerung gehabt, nämlich, dass er einen Gameboy erfunden hat. Also das habe ich dann richtig in Erinnerung gehabt, ja. Ich finde es nur extrem zart, dass kein einziges Wort vom Shigeru Miyamoto erwähnt haben bis jetzt. Der Verlust ihres kreativen Kopfes trifft die Firma hart. Hinzu kommen noch Probleme ganz anderer Art. Es gab keine Kultur des Zuhörens, wenn die Jungen ihre Meinung sagen wollten. Es war eben eine sehr alte, sehr traditionelle Firma. Ja, das war ein Riesenproblem bei Nintendo. Andere Game Companies in Tokio gestatteten ihren Angestellten, trendige Klamotten zu tragen. Das war Nintendo überhaupt nicht. Aber Nintendo in Kyoto war nicht so. Es war eher wie eine kleine Fabrik. Sony und Microsoft, die ein paar Jahre später den Markt eroberten, sahen dagegen cool aus. Ich glaubte damals, es wäre schwierig, gegen sie anzutreten und sich mit ihnen zu messen. Immer mehr Spieler gehen zur Konkurrenz. Das Team von Nintendo ist an seine Grenzen gestoßen. Wir mussten ständig neue Spiele herausbringen. Das hat das Team erschöpft. Ich jonglierte mit mehreren Projekten gleichzeitig, bis ich ein Spiel fertig machen konnte. Warte mal, jetzt pass auf, jetzt haben wir da schon Erwähnung von Microsoft, die ja viel später gekommen sind, um eine Ecke später, weil das sind ja erst auftaucht, wie schon die PlayStation 2 auf den Markt gekommen ist, oder? Und nicht die PlayStation 1. Und da hat es ja vorher noch die 64-Bit-Konsole vom Nintendo gegeben, in Nintendo 64. Von dem haben sie auch noch kein Wort erwähnt. Nur, dass der Virtual Boy gefloppt ist, der aber vorher war. Ich wurde getadelt, wenn das Projekt nicht vorankam. Wir verloren Leute, weil alle an vielen Projekten zugleich arbeiten mussten. Und wir bekamen keine guten Rückmeldungen von den Usern. Das hat die Spielemacher frustriert und das wiederum hat unsere Hardcore-Fans beunruhigt. Diese Misere dauerte von 2001 bis 2003. Hiroshi Yamauchi ist 53 Jahre lang Präsident von Nintendo. Ja, genau. Im Endeffekt hast du gehabt, du hast 2 Fronten gehabt. Du hast die eher verspieltere Front gehabt, die auf Nintendo geflogen ist, und dann hast du die eher coole Front gehabt mit PlayStation 2 versus Xbox. Und drum war Nintendo da relativ unberührt, weil die einfach den kindischen Spielspaß garantiert haben, während sie Sony und Microsoft dann wieder den Konsolenkrieg geliefert haben. Er trennt die Teams von Forschung und Entwicklung, um den Wettstreit zu fördern. Seine Strategie führt zum Erfolg von NES und zu Hits wie Super Mario, Donkey Kong und Legend of Zelda. In Shigeru Miyamoto seine Schöpfungen. Doch hallo? Sein Führungsstil passt nicht zur modernen Arbeitswelt. Es gab immer mehr Softwareentwickler und die Industrie wurde immer aufwendiger. Die Verkaufsstrategien und auch die Spieletechnologie mussten sich ständig verbessern. Mit einem diktatorischen Top-Down-Management. Hat jetzt nicht gesagt, oder? Diktatorisches Top-Down-Management. Jetzt würde ich gerade sagen, da waren die ganzen Erwachsenen-Spiele wie Resident Evil und Tomb Raider. Und dann hat er das jetzt wirklich gesagt. Mit einem diktatorischen Top-Down-Management konnten wir nicht mehr auf dem Markt bestehen. Wow. Sony und Microsoft sind jetzt führend in Sachen Innovation. Ja klar. Das beweisen sie mit jeder neuen Konsolengeneration. Das war Wahnsinn, die Grafik.
Aber Nintendo hinten noch. Nintendo war mit Firmen konfrontiert, die genug Geld und technisches Know-how hatten, um Produkte zu entwickeln, die mindestens so gut oder sogar besser waren als die von Nintendo. Da haben sie ja wieder das Problem gehabt. Der GameCube hat ja extreme Leistungen vollbringen können, wenn man gewusst hat, wie die Hardware funktioniert. Was man am Beispiel Resident Evil sieht, was ja exklusives GameCube-Spiel bleiben hätte sollen. Und der GameCube ist aber trotzdem gefloppt, weil er mit Sony und Microsoft nicht mithalten hat können. Obwohl der GameCube wirklich eine von meinen Lieblings-Nintendo-Konsolen ist und auf der Konsole sind so viele gute Spiele erschienen. Nintendo verliert den Anschluss. Die Rivalen sind auf der Überholspur. Alter, der Conker. Conker's Bad Fur Day, eins für die geilsten Spiele, was es für ein Nintendo 64 gibt, aber auch eins der wertvollsten. Der einfach da zerschneidet einfach das Nintendo 64 Logo. Ja, GameCube sind ein paar super Spiele, echt. Mit ein paar von meinen Lieblingsspielen. Eins von meinen absoluten Lieblingsspielen ist neben Luigi's Mansion, was für ein GameCube damals rausgekommen ist, ja Eternal Darkness. Ist wirklich eins für die besten Spiele, storytechnisch, die existieren meiner Meinung nach. In den frühen 2000ern ist es nicht einfach für Nintendo. Langzeitrivale Sega löst einen Konsolenkrieg aus. Ja. Und sie können mit den technischen Neuerungen nicht mehr mithalten. Den Markt dominiert Sonys PlayStation. Die PlayStation 2 war Wahnsinn, die war unschlagbar. Zum ersten Mal fällt Nintendo hinter den jährlichen Verkaufszahlen von Sony und Microsoft zurück. Ist schon Xbox 360? This is PlayStation 3. Die neue Generation der Videospiele ist da. Mit spektakulärer Technik. Von den Harddrives über Blu-ray und DVD-Playern bis hin zu Multiplayer-Spielen. Oh mein Gott, Uncharted. Aber Nintendo hat noch ein Ass im Ärmel. Und dann kommt die Wii auf einmal. Es gab noch eine Chance für Nintendo. Innovation. Sie zurück mit einer Hardware, die weniger Power hatte als die Sony PlayStation 3, die aber die Gamer auf ganz andere Art fesselte. Nach all den Misserfolgen sind die Designer unter gewaltigem Druck. Die neue Konsole Wii muss ein Erfolg werden. Und das ist sie geworden. Unter Leitung von Shigeru Miyamoto. Endlich kommt einmal der Name Shigeru Miyamoto vor. Er hat gerade da ein Nintendo DS zum Beispiel in der Hand gehalten. Allein das ist schon mal das, was man alles, das darf man alles nicht vergessen. Ich glaube, der hat Nintendo auch erfunden sogar. Einem engen Mitarbeiter Yokoi's spielt Nintendos Kreativteam auf Risiko. Statt neue Technologie und Hardware zu entwickeln, erforschen sie 4 Jahre lang das interaktive Spiel. Und 2005 auf der Electronic Entertainment Expo. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Da haben wir. Das ist der legendäre Satoru Iwata. Der hat jahrelang die Leitung von HAL Laboratories gehabt, die Erfinder von Kirby. Und der hat, glaube ich, Nintendo DS erfunden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Der ist leider an Krebs gestorben, viel zu früh. Der hat extrem innovativ und revolutionär denken können. Und den wir da jetzt gleich sehen, ist der ehemalige Präsident von Nintendo of America, der Reggie Fils Ames. 2005 auf der Electronic Entertainment. Ja, und da, ich glaube, die zwei Burschen haben zusammen die Wii vorgestellt. Expo, der E3, präsentiert Nintendo dem Fachpublikum seine neueste Konsole. Die Wii. Dies ist der Prototyp einer Nintendo Revolution. Genau, die Nintendo Revolution war der Arbeitstitel damals. Revolution. Revolutionär auch, weil es die kleinste Konsole ist, die wir je hatten. Ein Prototyp der Wii. Codename Revolution. Alle Funktionen werden 2005 vorgeführt. So allerdings genial. Fehlt eine entscheidende Information. Bewegungssteuerung? Wir veröffentlichten nur die Konsole. Das Geheimnis blieb der Controller. Denn zu dieser Zeit waren wir immer noch dabei, ihn zu entwickeln. Ich weiß gar nicht, wenn du jetzt das mit dem geraucht meinst, ich weiß gar nicht, an was der für einen Krebs gestorben ist letztendlich. Der Druck des Marktes bringt Nintendo dazu, etwas zu präsentieren, was noch nicht wirklich ausgereift ist. Das hat super funktioniert. Direkt nach dieser Konferenz erfanden wir diesen Controller, der mit einer Hand frei bewegt wird. Was? Nach der Konferenz? Nach der E3? Haben sie einen Controller erfunden? Reckern Blödsinn.
Allerdings hielten wir vorerst alles geheim und entwickelten weiter, bis wir ihn endlich wirklich hatten, den Einhand-Controller. Remote und Nunchuck. Welcome to the next leap in gaming, where playing is no longer just about looks, it's about the feel. Oh mein Gott, ich kann es euch gar nicht sagen, wie viele Stunden mein Bruder und ich und auch unsere Freunde mit Wii Sports verbracht haben. Wir haben eine Wii gekriegt, ich glaube, das war zu Weihnachten damals, wie sie eingeführt worden ist in dem Jahr, haben wir, glaube ich, die Wii gekriegt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und wir haben das gespielt, das war wirklich unfassbar, wie viele Stunden in Wii Sports und Wii Play geflossen sind. Aber das war eine ziemlich gute Idee. 2006 ist Nintendo wieder im Spiel und die Kunden sind begeistert. Die Wii war eine bahnbrechende Innovation, die ihr Ziel erreichte. Ja. Es wurden völlig neuartige Erlebnisse vermittelt. Man interagierte plötzlich mit dem Fernseher und da die Bildschirme immer größer wurden, war das ideal zum Spielen. Die Wii wurde ein Erfolg, weil man ganz neue Spielereien hatte, Sportspiele oder andere Actionspiele, die man vorher auch spielen konnte, allerdings ohne sich dabei zu bewegen. Es geht nicht nur darum, Couch-Potatoes vom Sofa zu holen. Die ganze Familie soll spielen und Rayman. Es funktioniert. Wenn alles, was du willst, die nächste Generation ist, liegst du falsch. Was Nintendo dir bietet, ist nicht bloß Weiterentwicklung. Es ist schlichtweg absolut neu. Na. Nie. Mit der Wii ist Nintendo zu seiner Kernphilosophie zurückgekehrt. Man konnte damit die ganze Familie erreichen. War kein Showstoner. In der Werbung haben... Man darf ja nicht vergessen, sie haben ja dann im Prinzip, kannst du ja sagen, dass auf der PlayStation 2 das iToy damals ja schon revolutionär war. Und dann haben sie für die Xbox, wie hat das dann geheißen, ich weiß jetzt nur meinen Arbeitstitel, ich glaube, das war noch für die 360 oder für die One dann schon. Das Project Natal wird das dann geheißen. Kinect, genau. Microsoft oder Xbox Kinect, wo du da durch Bewegungssteuerung alles gehabt hast und die Kinect-Kamera hat dich ja permanent gefilmt und du hast keinen Controller dazu gebraucht. Aber es hat bei weitem niemals das erreicht, was die Wii geschafft hat. Wir haben Szenen von Familien mit dem Controller gezeigt. Nintendo betonte das immer wieder. Die Wii ist ein Spiel, das alle zusammen spielen können. Ja. Familienkonsole. Nintendo kehrt zu Yokois Erbe zurück. Unter der Leitung von Shigeru Miyamoto verkaufen sie wieder Spielespaß statt neuester Technologie. Sie konkurrieren nicht mit Sony und Microsoft, sondern gehen ihren eigenen Weg. Das zahlt sich aus. Einer der erfolgreichsten Faktoren von Wii ist, dass es auf einer ganz einfachen Technologie aufbaut. Auf dem japanischen Markt waren es die Hausfrauen, die das Spiel liebten. Die Mütter spielen und die Kinder spielen. Eine völlig neue Erfahrung, ganz unabhängig von der Technologie. Ich habe mal gelesen, ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Angeblich hat Nintendo ja die Technologie von der Wii, also die Remote-Technologie mit der Bewegungssteuerung, gestohlen von einer anderen Firma, obwohl ein Patent drauf gelaufen ist, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, ich habe es nur mal gelesen. Und weil das so eine kleine Firma war, hat dann Nintendo einen Rechtsstreit begonnen und obwohl dann quasi der Patentstreit negativ für Nintendo ausgegangen ist oder ausgegangen wäre, irgendwie so, hat Nintendo durch einen ewig langen Gerichtsprozess die andere Firma aufgrund der horrenden Rechtsanwaltskosten oder Gerichtskosten, weil der ganze Prozess, das ganze Verfahren so lang ausgezögert worden ist, in den Ruin drin. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Keine Ahnung, ich habe das einmal irgendwo gelesen. Relying on the technology. Obwohl sie von den Hardcore-Gamern heftig kritisiert werden wegen der einfachen Grafik, tja, wird Nintendo's Wii ein Kassenhit. Du musst da auch noch eine Konsole kaufen. Es ist die einzige Konsole für den Familienmarkt und Nintendos Erfolg beispiellos.
In weniger als 6 Jahren werden mehr als 100 Millionen Geräte verkauft. Definitiv nicht unmöglich, ne? We would like to play. Das ist die Finanzspritze, die Nintendo gebraucht hat. Wii ist die innovative Plattform. Leute, die ihren geliebten Super Mario und Donkey Kong spielen wollen, können jetzt sogar die Bewegungen aktiv steuern. Ich bin gespannt, ob sie es thematisieren wegen dem großen Flop für der Wii U, weil meiner Meinung nach war da damals hauptsächlich das Marketing schuld. Weil wie sie die vorgestellt haben, die Wii U, haben sie nur das Tablet gezeigt, also das Wii U Pad. Und dadurch ist das überhaupt nicht klar kommuniziert worden, dass das eine neue Konsole ist. Sogar ich selbst habe geglaubt, dass das einfach nur ein Tablet-Zubehör für die Wii ist. Und das ist vielen so gegangen. Mit der Motion Control hat Nintendo... Donkey Kong Country Returns. Donkey Kong Country Returns und Donkey Kong Country Tropical Freeze. Vor allem Tropical Freeze, eines der besten Spiele, die existieren. Und ich habe es nie fertig durchgespielt. Dem werden wir uns einmal widmen. Das habe ich für die Wii U sogar. Also Tropical Freeze. Ja, ich glaube auch, dass von dem ein bisschen drum hat der verwirrende Namen Wii U, dass einfach einen Bezug zu Wii herstellen. Nur ist das deswegen, glaube ich, gefloppt, weil das Marketing einfach so unklar kommuniziert war, so botschaft kommuniziert war, dass das einfach keiner checkt hat, dass das wirklich eine eigene Konsole ist. Wenn sie das als Tablet-Zubehör für die Wii ausgebracht hätten, zu einem Bruchteil vom Preis oder zum halben Preis, wäre das sicher gut gegangen, weil du hast dir das Wii-Erlebnis viel gut erweitern können durch das Tablet. Du hast ja viel, viel neue Möglichkeiten gehabt in Wirklichkeit. Und sie war komplett abwärtskompatibel, die Wii U. Das darf man auch nicht vergessen. Es sind alle Wii-Spiele drauf gelaufen. Du hast dir die Sensorbar wieder vom Fernseher hinstellen können. Und du hast mit Remote und Nunchuck auf der Wii U ganz normal spielen können. Today years old, ja. Eben, das ist genau das. Das haben viele Leute einfach nicht gecheckt. Ich glaube, auf einer E3 haben sie vorgestellt, die Wii U. Und nach der Pressekonferenz von Nintendo, hab ich geglaubt, das ist ein Wii-Zubehör. Ganz normal. Was ja cool gewesen wäre, aber nicht als neue Konsole. Mit der Motion Control hat Nintendo neue Standards gesetzt. Jeder redete mit dem Controller herum und alle versuchten, das zu kopieren. Ja. Wii revolutioniert die Industrie. Microsoft und Sony brauchen fast 5 Jahre, um mit einem ähnlichen Produkt Nintendo Konkurrenz zu machen. Und das knackt. Mit Erfolg. Der Marktanteil von Nintendo beginnt zu sinken. Daran ändert auch ihr neues Tablet, das Wii U, nichts. Also es wird sogar in der Dokumentation nicht richtig kommuniziert, weil es also einfach nur als Tablet angesprochen haben, obwohl es eine neue Konsole war. Und das ist jetzt zum Beispiel ein originaler Quellenclip von Nintendo, das müssen wir uns nochmal kurz anschauen. Ändert auch ihr neues Tablet. Jetzt kommt's. Das ist, glaube ich, wirklich ein original Nintendo-Spot. Und jetzt müsst ihr das anschauen oder müsst ihr euch das anschauen. Sie fokussieren sich rein aufs Tablet und blenden sofort die Konsole im Hintergrund aus. Und ich habe mir nur das Tablet angeschaut damals und habe nicht einmal gecheckt, dass das nicht die Wii da hinten ist. Das Wii U nicht. Da wird es austransparentisiert oder wie ich immer mal das sage. Ausgegraut quasi. Die Wii U war leider keine gelungene Plattform. Die Technologie raste so voran, dass die Tablets immer mehr Power hatten, multifunktional wurden und Spiele allein spielen konnten. Und Nintendo wurde abgehängt. Wie immer technisch. Immer. Wieder eine Bauchlandung. Tja. Werden sie sich davon noch einmal erholen? Und dann haben sie die Switch gebracht. Also ja, wir wissen es mittlerweile natürlich. GameStart Asia. Die größte Messe für Videospiele in Asien. Jährlich strömen mehr als 17.000 Spielefanatiker nach Singapur. Und alle sind nur an einem interessiert. Online-Gaming. Der globale Gaming-Markt ist heute mehr als 100 Milliarden Dollar wert. Und fast die Hälfte des Umsatzes kommt aus Asien. Alicia Lee, Gründerin von GameStart, spielt seit ihrer Kindheit. Sie kennt alle Entwicklungen der Spieleindustrie. Also früher hieß es immer, daddel nicht rum, geh raus oder lern was. Aber heute gehen die Eltern mit den Kids zu solchen Messen. Jeder hat heute kapiert, dass Gaming kein blödes Hobby ist. Es ist ein Hobby wie jedes andere.
Ich bin auch nicht der Fan von Online-Gaming, aber es gibt einfach viele Leute, die richten bei der Kaufentscheidung, was eine Konsole angeht, die Entscheidung rein danach, wie gut die Online-Services sind. Und da muss man ja sagen, Nintendo ist da Jahre weit hinten, ganz, ganz viele Jahre. Ich meine, allein das Nintendo Switch Online-Angebot ist im Vergleich zu gewissen anderen Sachen ja wirklich ein Witz. Und das Einzige, was meiner Meinung nach eine Existenzberechtigung für Nintendo Switch Online ist, ist das, dass man ein paar alte Spiele, NES, SNES, mittlerweile Game Boy Advance, Game Boy und Nintendo 64 Spiele spielen kann. Und ich glaube Sega sind auch ein paar dabei. Aber sonst hat Nintendo Switch Online keine Existenzberechtigung, außer für die Leute, die kompetitives Online-Gaming wollen, wo sie dann gegeneinander Splatoon, Super Smash Bros. Oder Mario Kart spielen. Andere, oder? Du liebst es. Du kannst es mit deinen Freunden tun und sogar mit deiner Familie. Spielen ist absolut gesellig. Vor allem jetzt, wo es Multiplayer-Spiele gibt. Also statt draußen rumzulungern und bei McDonald's abzuhängen, spiel doch ein Overwatch-Match und tausch dich mit anderen aus. Ja, wenn man das mag. Vivian Chen weiß, wieso Videospiele so beliebt sind. Warum Spieler Spiele mögen, hängt größtenteils von ihrer Motivation ab. Beim Gaming erleben sie Neues, machen fremdartige Lebenserfahrungen, die sie aus dem Alltagstrott entführen. Es ist der Unterhaltungswert. Und ein weiterer Grund, die Leute spielen, weil alle es tun. Mein Bruder tut es, mein bester Freund tut es. Spielen ist eine gesellige Aktivität. Die Spieler von heute sind anspruchsvoll. Marken wie Nintendo können nicht mehr auf loyale Fans bauen, wenn ein Spiel nicht so gut ist. Die Vielfalt der Spieler heutzutage ist unglaublich. Die Leute entwickeln auch ihren eigenen Geschmack. Die wissen genau, was sie wollen. Um ihren technischen Entwicklungen treu zu bleiben, ist Nintendos Strategie, hohe Qualitätsstandards anzubieten, auch bei den klassischen Kultfiguren wie Super Mario. Nein, nicht mehr. Also an so Aussagen merkt man, dass die Doku doch schon wieder ein paar Jahre am Buckel hat. Und die mittlerweile, wenn du jetzt von der Erstausstrahlung 2017 ausgehst, fast 7 Jahre alt. Die Doku wird nächsten Monat 7 Jahre alt und Qualität ist bei Nintendo einfach nicht mehr das, was es einmal war. Man braucht einfach nur ein paar für die letzten Releases schauen. Nicht alle natürlich, um Gottes Willen, aber viele. Aber da ist Nintendo nicht allein, da braucht man nicht reden. Ganz viele Studios haben das Problem, dass einfach vor allem unter dem Druck der quasi Producer leiden, wo die großen Studios, die Produzenten dahinter stecken oder stehen und sagen, hau das auf den Markt, egal wie fertig das ist oder wie unausgereift, das ist ja wurscht. Und da ist Nintendo auch nicht allein. Man braucht nur zu Game Freak mit dem letzten Release von Pokémon Karmesin und Purpur schauen. Ja, richtig. Genau dazu, das ist es. Warum kommen so viele Remakes und Remaster-Titel? Weil das quasi die gute alte Zeit ist, wo noch alles in Ordnung war. Und die haben dann zusätzlich in Nostalgie-Bonus auch noch die Spiele. Die sind erstens fertig und zweitens haben sie Nostalgie-Bonus und kosten daher viel weniger Geld, als die Produktion fahren neigen. Genau. Einfach die Nostalgie. Das ist ein riesengroßer Punkt momentan. Und sie erschaffen in ihren Spielen aufwendige, spannende Welten. Damit haben sie sich eine Marktnische erschlossen. Es ist ganz einfach. Du kannst mal eben Super Mario spielen, brauchst nur 10 Minuten am Tag. Einfach ist gut. Die Leute merken sich das. Mario, ihre älteste Kultfigur, ebnet Nintendo wieder den Weg an die Spitze. Ihn und andere Charaktere nimmt Nintendo mit ins mobile Zeitalter. Von den wahnsinnig beliebten Angry Birds bis zu Arcade-Spielen für unterwegs, alle sind so simpel und lustig wie die Mario-Serien. Auf das ging es jetzt da, okay. Aber kein einziges Mobilspiel ist je so erfolgreich Pokémon Go. Weltweit oh yes. 200 Millionen Dollar bringt Pokémon Go innerhalb des ersten Monats nach seiner Einführung ein. Es wird zum Riesengewinn. Die Aktienkurse von Nintendo klettern um 13% nach oben. Ist sein Börsenwert steigt auf mehr als 30 Milliarden Dollar. Da hast du es wieder. Die Macht von Pokémon.
das wertvollste Medienfranchise der Welt. Und bei Pokémon geht es inzwischen nur mehr darum, dass man, ja, es ist relativ schnell abgeflaut, aber man muss dazu sagen, die monatlichen Spielendenzahlen sind sehr stabil. Also es hat noch immer einen riesengroßen Anteil. Das spielt noch immer sehr, sehr viel, vor allem in Japan. Und bei Pokémon hast du jetzt mittlerweile das, es geht absolut näher um die Hauptreihe bei Pokémon. 0, Nüsse. Bei Pokémon geht es nur mehr darum, dass man Merchandise verkauft. Das meiste bei der Marke Pokémon bringt Merchandise ein. Die Spiele sind da eigentlich nur irgendwo unten eingereiht und ich glaube, dass einfach deshalb auch so wenig Aufwand in die Spiele selbst fließt. Weil das ist der Baustein, der Grundbaustein von Pokémon, auf dem alles aufgebaut ist, aber die Spiele selbst sind irrelevant waren für die Marke Pokémon. Habe ich das Gefühl. Leider. Aus Unternehmenssicht. Und gerade wenn jedes Mal ein neues Pokémon-Spiel rauskommt, weil bei Karmesin und Purpur, die haben ja wirklich wahnsinnig gut ausgeschaut bei den ersten Präsentationen. Ich meine, wahnsinnig gut ausgeschaut. Was heißt das? Sie haben einfach unterhaltsam ausgeschaut. Aber dass die dann so brachial verpackt sind, mit dem hat ja keiner rechnen können. Mehr als 20 Millionen tägliche User allein in den USA. Doch irgendwann flaut das Pokémon-Fieber ab. Und es geht wieder abwärts. Ist klar. Mobilität bedeutet heute alles. Jeder will ständig alles bei sich haben. Die Leute wollen Spaß haben, wo immer sie sind und wann immer sie wollen. Ich kann auf dem Handy spielen, auf einem riesigen Flatscreen, im Auto und im Flugzeug. Und Multiplay ist echt ein brillanter Aspekt. Nintendo will nicht mehr allein auf Pokémon Go bauen. Es schließt sich mit einer der erfolgreichsten Firmen der Welt zusammen. Mario bekommt ein neues Zuhause im Apple App Store. Hi, I'm Shigeru Miyamoto. This is the new Super Mario. Super Mario Run. これ片手で遊べるので、こっちの手で電車の途中間に捕まったり、ハンバーガーを食べながらでも遊べますよ。Ja, der Shigeru Miyamoto hat hauptsächlich viel mitgearbeitet bei Super Mario Run. Und das hat er auch immer wieder betont, dass ihm das wichtig ist, dass man das unbedingt mit einer Hand spielen können muss. Ich hab's mir einmal angeschaut, aber ja, mir hat's nicht taugt. Mit Kultfiguren wie Donkey Kong, Zelda, Pokémon und Mario besitzt Nintendo eine... Kultfiguren wie Zelda und dann sagen sie einen Link. Haben sie wieder super recherchiert. ...wahre Quelle an geistigem Eigentum, aus der sie heute noch für die jungen Spieler schöpfen. Da ist der Zelda. Ich denke, Nintendo fährt die richtige Strategie, indem sie ihre Figuren so populär machen. Es gab eine Zeit in Amerika, da kannten mehr Leute Mario als Mickey Mouse. Genau da wollen sie hin. Mit Pokémon haben sie das schon geschafft und den gigantischsten Spielerfolg aller Zeiten hinbekommen. So ist es. Ich bin sicher, sie wollen dasselbe mit Mario schaffen, dass Mario zurückkehrt ins Massengeschäft. Sie wollen mit Disney konkurrieren, nicht mit Sony. Sie wollen ihre Figuren so berühmt machen, dass jeder ihre Produkte kaufen will. Seit seinem Start im Apple App Store im Dezember 2016 ist Super Mario Run das Top-Download-Spiel in den USA, England, Frankreich und Australien. Interessant, wie Nintendo schon wieder die Strategie ändert, um ein Comeback zu erleben. Da war dieser Riesenerfolg von Pokémon Go. Und dann kam Super Mario Run auf iOS heraus. Mario Kart Tour zum Beispiel war überhaupt nicht taug. Also die Mobile Games, ich weiß nicht, die catchen mich einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Es ist spannend, wie die Mobilgemeinde reagiert. Das ist die wichtigste Computerfigur, die Nintendo besitzt und das könnte ein Mordserfolg werden. Zurück zur GameStar Asia, ein Spieleentwickler. Ich habe das Gefühl, da ist noch mehr drin mit den Charakteren von Nintendo. Wäre gut, es rauszuhauen, damit die Kids auch mal die alten Spiele spielen. Die Millennials kennen nicht so viele Nintendo-Games. Mit einem brandneuen Gerät zieht Nintendo wieder in die Konsolenschlacht. Ja, da ist die Switch. Ja, perfekt. Die ist ja noch dabei. Okay, ich habe mir gedacht, das geht sich gar nicht aus vom Dran und vom Recherchieren her. Ich hätte mir nicht gedacht, dass die Doku jetzt die Switch auch noch behandelt.
Ich habe mir gedacht, das geht sich nicht aus, weil sie das drehen und recherchieren müssen haben. Im Nintendo Switch. 2017 ist ein ziemlich wichtiges Jahr für Nintendo. Mit dem Start der Nintendo Switch wollen sie die Schicksalsschläge der Wii U. Eben, also sie haben das zwar schon, ich kann mich erinnern, dass der rausgekommen ist 2017, weil ich habe es mir 2017 auch gekauft, die Switch dann, nachdem sie dann schon ein bisschen am Markt war und ich das beobachtet habe. Aber ich hätte mir nicht gedacht, dass die Doku das noch behandelt, zumindest ganz oberflächlich. Wieder auffallen. Diese absolut innovative Konsole ist ein Hybrid zwischen einem Handheld und einer Heimkonsole. Und statt mit hochmoderner Technologie zu punkten, setzen sie wieder auf ein Gerät, das die ganze Bandbreite ihrer Kultspiele bietet. Ich mag die Switch wirklich sehr gern. Das ist eine von meinen Lieblingskonsolen. Die Switch eröffnet eine völlig andere physische Erfahrung. Ich kann es zu einer Party mitnehmen und mit anderen teilen. Es sprengt die Grenze, bei der ich nur allein mit meiner Konsole spielen kann. Scheinbar hat Nintendo mit der Switch schon wieder das Rad neu erfunden. Jetzt für die Millennials. Breath of the Wild war damals ja so ein Wahnsinn. In Bezug auf Switch finde ich es nicht fair, Nintendo mit Sony und Microsoft zu vergleichen. Ist klar, Nintendo ist ganz macht besonders. Alles ganz anders, völlig individuell. Und eines finde ich einmalig, dass sie nicht versuchen, die Leute mit Flatscreens anzupeilen. Richtig. Junge Leute haben gar keinen Fernseher mehr. Die schauen sich Filme auf dem Laptop an. Warum sollten die sich TV-Geräte aufstellen? Das Tolle an Switch ist, dass du keinen Fernseher brauchst. Da hat Nintendo eine Nische gefunden, die Sony und Microsoft übersehen haben. Das habe ich einmal gelesen, vor allem japanische Haushalte haben kaum Fernseher daheim, was am geringen Einkommen teilweise liegt und vor allem auch am Platzmangel. Und darum ist die Switch dort so extrem gut angekommen, dass dann gesagt haben, wir bringen die, wie wird die Switch geheißen, die kleinere Version, was gar nicht abdocken hast können, was kein Dock gegeben hat. Ich bin jetzt ganz deppert, wie heißt denn das? Ja, die Switch Lite, genau, die Switch Lite, ich bin ein Trottel. Nicht einmal mehr jetzt den Namen von der Switch Lite gewusst, nein, jetzt ist es ganz aus dann. Doch eine neuartige Konsole allein reicht nicht, um den Markt zu beherrschen. Die Gamer sind heute extrem wählerisch. Und alles andere als treu. Das müssen sie ja auch nicht sein, denn Spiele kosten ja nichts. Vielleicht $1 oder $5 bei diesen In-Game-Apps. Viele so. Sind sogar Freeware. Deswegen. Mobile Games, alles läuft ja. mit demselben System. Der Kunde hat eine riesen Auswahl. Das ist der pure Wettbewerb. Anders als dieser Krieg der Giganten, als Nintendo nur zwei Rivalen hatte. Mhm. Heute sinken die Gewinne gnadenlos, sogar für Spiele-Hits. Die Leute kaufen nur, was sie wirklich wollen. Nintendo hat gelernt, den Konkurrenten immer mehrere Schritte voraus zu sein. Sie suchen ständig nach Neuem. Auch auf dem Feld der Virtual und Augmented Reality. Der Misserfolg des Virtual Boy hat gezeigt, welche Herausforderungen der Verkauf einer Konsole ist, die man erst selbst ausprobieren muss. Noch ist Virtual Reality extrem teuer. Aber wie jede Technologie wird auch sie irgendwann erschwinglich sein. Total, ja. Komplett übersättigt. 2016 ist ein bahnbrechender Moment für VR. Von nun an kann jeder Virtual Reality im eigenen Heim genießen. Der nächste Schritt für Spieler und Entwickler muss High Fidelity VR sein. Dafür müssen allerdings noch einige Dinge verbessert werden, wie Desorientierung der User, Ermüdung und Schwindelgefühl. VR ist immer noch ein ziemliches Fragezeichen. Aber heute ist die Technologie viel billiger. Und die braucht es, um dieses Schwindelgefühl zu reduzieren und die Möglichkeiten zu verbessern, VR überall zu spielen. Ja, mich würde ja interessieren, wie PlayStation VR 2 mittlerweile ist, was jetzt ja noch gar nicht so lange am Markt ist. Aber ich frage mich, wie man das verhindern will, dass es Leute gibt, die damit nicht klarkommen, dass sie sich selbst nicht bewegen, aber das Bild schauen. Das haben ja ganz, ganz viele Leute das Problem, dass einer da dabei schlecht wird. Und da verstehe ich nicht ganz, wie sie das in den Griff kriegen, weil der Spieler wird sich aber sowas nicht bewegen, aber das Bild immer. Das geht ja gar nicht, dass er da nicht schlecht wird, oder? Also wenn man anfällig dafür ist. Wäre zum Beispiel mein Fernseher VR-fähig, würde das wahrscheinlich zur Beliebtheit beitragen.
So wie das mobile Spielen populär wurde, weil man alles auf dem Handy spielen konnte. Wenn Virtual und Augmented Reality erstmal in unser tägliches Leben integriert sind, gehen sie ab wie Raketen. Wegen Augmented Reality, da haben sie ja die Microsoft-Brühen jetzt nicht auf Gaming bezogen, sondern allgemein für den Alltag in der Entwicklung gehabt. Nur das Problem war, glaube ich, immer, dass der einfach zu schwer, zu groß und zu wenig akkuleistungstechnisch gut drauf war, dass die Marktreife erlangt hat. Aber das Konzept dahinter, wenn das eine stinknormale Brühe ist, die wirklich ausschaut wie eine normale Brille und du hast da quasi Bildschirme, die überall in deiner Umgebung AR-Sachen einblenden, wie Terminkalender und so weiter, das ist sicher voll praktisch. Aber das muss einfach so ausgereift sein und es darf dich vor allem im Alltag nicht stören, es muss selbstverständlich werden. In der virtuellen Realität entwickelt Nintendo weitere Ideen, um ihr Geschäft zu erweitern. Wie zum Beispiel Erlebnisparks. Stimmt, ja. Darüber verhandelt Nintendo mit Universal Studios. Und inzwischen gibt es ja schon die Parks. Ich denke, das könnte funktionieren, weil Fantasy und Rollenspiele Teil der japanischen Kultur sind. Die Japaner lieben es, Fantasy-Welten mit der realen Welt zu vermischen, wie bei Cosplay und Mario Kart-Bahnen. Ja, jetzt haben wir es schon. Wenn man sieht, mit welchem Spaß Einheimische und Touristen sich verkleiden und bei Mario Kart-Rennen durch Tokio brettern, könnte Nintendos Zukunft tatsächlich darin liegen, seine Kultfiguren zu vermarkten. Es wird spekuliert, dass Nintendo Lizenzen der heißgeliebten Helden an die Filmindustrie verkauft. Super Mario. Das sollte das Ziel sein. Da sollte Nintendo hin. Und vielleicht ein paar der Geräte neu beleben, für die ihre Kultfiguren entwickelt wurden. Wird Nintendo ihre Ikonen vermarkten? Oder werden sie den neuen Trends widerstehen und sich weiter auf die Qualität der Konsolen konzentrieren? Ich glaube, die Firma hat immer noch ein sehr gutes Potenzial in der Gaming-Industrie. Sie haben einen kulturellen Background. Sie haben einen guten Namen und nicht zuletzt sind sie einfach gut darin, eigene Technologien zu entwickeln. Auf jeden Fall ist Nintendo eine so große Firma, die kann nicht einfach untergehen. Selbst wenn es ein paar umsatzschwache Jahre und Finanzverluste gibt, haben die immer noch genügend Ressourcen, um dem Sturm zu trotzen und in ein paar Jahren wieder aufzustehen. Not homeless. Da ist übrigens der Vorschlag. Durch Tom Tender bin ich auf die Dokumentation gestoßen. Danke an dieser Stelle an den Tom Tender, dass er mich auf das aufmerksam gemacht hat. Das habe ich selbst auch gesehen. Danke fürs Zuschauen bei der Reaction, bei der Live-Reaction auf die Dokumentation. Firmen am Abgrund, Nintendo von ZDF. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, ciao.